So, hi, der Marc von Business Stubin ist hier und die Alina ist bei mir. Grüß dich. Servus. Wir machen ganz normale Ohrringe, weil das die Alina schon seit vielen Jahren versäumt hat zu machen und jetzt machen möchte. Und ja, du hast ein bisschen Angst, das ist doch eine Nadelphobie. Ja. Aber wir werden es schon schaffen. Ohrläppchen sind sehr klein, weil die sind sehr flach. Du hast eigentlich keine Läppchen, sondern angewachsene Ohrläppchen sozusagen. Da gibt es mal, gab es in den USA eine Analyse, glaube ich, dass das die meisten Mörder, ja, die im amerikanischen Gefängnis, am angewachsenen Ohrläppchen. Okay, hast du keine Waffe dabei? Nein, Gott sei Dank nicht. Ne? Okay, ich habe keine angewachsenen, also von mir müsst ihr keine Angst haben. Ja? Gut. Nee, gab es wirklich mal eine Analyse anscheinend. Bei Serienmördern oder sowas. Spannend. Aber gut, wir wollen jetzt hier ja keine Schlüsse ziehen, das ist nicht aus. Als ob du gefährlich wärst. Ich bin ganz entspannt, ich habe keine Angst vor dir. Du hast doch eine Angst vor mir. Alina, setz dich mal her, bitte zu mir drauf sitzen und die Beine hier rüberbaumeln lassen. Macht das einen Unterschied, ob die angewachsen sind oder nicht? Nein, das ist vollkommen egal. Also das ist letztlich ganz egal. Also solange man Ohrläppchen hat, hat man die. Und dann kann man die auch entsprechend piercen. Das ist vollkommen egal, ob die jetzt angewachsen sind oder nicht. Vollkommen egal. Wir passen das immer dem Läppchen selber an. Egal, ob jetzt groß oder klein, wird das immer angezeigt. Ich zeige das dir mal kurz auf, dass du mal siehst, wo wir das Ganze stechen. Wie kamst du auf uns? Ich hab im Internet, ich dachte mir, wenn ich es so mache, dann will ich es gescheit machen, weil ja, ich hatte keine Lust auf irgendwas Unprofessionelles. Und dann habe ich dieses Piercing-Studio gefunden, wie ich so ja, die Besten in Wien gesucht habe. Dann bin ich auf eure Seite gegangen, habe mir dann auch ein paar Videos angeschaut auf YouTube und... Ist immer gut. Nein, es gibt Vertrauen, ja? Ja. Dann weiß man bitte, wo man hin muss. Ja, wenn man auch sieht, wie es dann in Wirklichkeit ist, das macht auch... Klar, weil man kann auf einer Seite kann man viel schreiben und behaupten. Mhm. Und wenn man dann aber jemand beim Arbeiten auf die Finger schaut, dann kann man merkwürdig schauen, hat der Ahnung oder nicht. Ja, das stimmt. Und dann dachte ich mir, hört sich ganz gut an und ja. Jetzt bist du hier. Gut. Soll man Glitzersteine nehmen oder ohne Glitzer? Ja, gerne Glitzer. Hier gibt es den Weiß, den Rosa und den Hellblau. Dann Weiß bitte. Ich zeige das jetzt mal an. Du willst ja normale Ohrläppchen. Du willst das also nicht irgendwie dehnen auf 20 mm oder. Wird bei dir nicht gehen, ich frage nochmal, ja? Also nein. Soll ich irgendwie die Haare wechseln? Wenn du kein Haargummi dabei hast, dann lass es bleiben, was alles es ist. Wenn du einen aus den reintun, aber sonst lässt es wieder so rein. Jedenfalls wird es nur noch das Bild für mich. Okay. Das macht man ein bisschen so nach dem Empfinden. Ohren sind nicht gleich hoch. Ja? Und auch von der Form nicht immer gleich. Das heißt, es gibt hier keine Symmetrie. Man soll natürlich dich anschauen und sagen, das sieht gut aus und nicht sagen, Gottes Willen, was da passiert. Ja? Und das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Wo ist denn das Spiel? Da. Mein Spiegel. Guck's dir mal an. Ich find's gut. Was man sieht, ist, die Ohren sind ein bisschen unterschiedlich hoch. Im Läppchen drin immer gleich platziert, links und rechts und das war's. Ja, ich finde es schaut gut aus. Gut, dann machen wir's so. Dann nehmen wir eine Viererkugel mit weißem Stein, hätte ich gesagt. Das ist das hier. Für euch mal hier zum Gucken und für dich auch mal zum Anschauen. Ja, passt. Das ist eigentlich das schönste Ohrpiercing, ehrlich gesagt. So, Alina, folgendes. Du solltest in 6 Wochen nochmal kommen zum Kontrollieren, zum Wechseln. Ich würde am Anfang bei Piercing-Schmuck bleiben. Warum? Die Piercings müssen jetzt ja quasi nonstop getragen werden. Das heißt 24 Stunden am Tag und das Ganze auch mal 6 Monate lang. Weil die würden sonst zuwachsen. Das heißt, wenn es nach 6 Wochen die Piercings raustut über Nacht, das sind die Labels dann dazu. Wenn man die dann raustut, wächst sie sofort zu. Das heißt, ganz wichtig ist, jetzt mal wirklich 64 Stunden am Tag drin haben und da kommen wir jetzt zum Thema Wechseln. Wenn du nach 6 Wochen zum Wechseln kommst und dir jetzt normale Butterfly-Pinsel nimmst, die normalen Ohrstecker, die Verschlüsse hinten, dann wirst du eigentlich verrückt damit, weil wir natürlich beim Schlafen, erstens stehen die länger raus, die sind groß, die drücken, die nerven, das dann kriegst du quasi irgendwann ein, ja, und tust du dann doch nachts raus, dann wächst es wieder zu. Deswegen mach es am Anfang so, beim 6-Wochen-Termin kommst du zu mir, dann suchen wir uns den Piercing-Schmuck aus, das kann eine Kreole sein, das kann ein Marantia-Stecker sein oder ein Labrett oder was du willst, oder eine Perle, aber bleib beim Piercing-Schmuck. Weil die sind hier hinten flach und aufgrund dieses, weil die hinten flach sind, ist es mit dem Dreierkomfort viel angenehmer. Okay, gut. Und nach was für einem Zeitraum kann man dann auch normal? Normale Ohrringe. Also ich empfehle, ehrlich gesagt, ehrliche Meinung, 6 Monate.
weil wir meistens bei den, auch bei normalen Ohrringen, die Leute kaufen dann doch irgendwas, wo nicht gut ist, also wo halt kein nickelfreies Material ist, zum Beispiel Modeschmuck oder versilbert oder vergoldet. Und ich empfehle halt am Anfang bei Ohrläppchen wirklich bei Materialien zu bleiben, weil man weiß, da hat man einfach keine allergischen Reaktionen. Es gibt auch Leute, die tun nach 3 Monaten normalen Ohrschmuck rein und haben nichts. Aber wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, sagen will, keine Infektion, keine Allergie vor allem auch, dann 6 Monate. Muss man es dann auch immer pflegen? Nein. Auf Pflegen tun wir es nur die ersten 6 Wochen. Also die ersten 6 Wochen pflegst du es zweimal am Tag. Die 6 Wochen pflegst du am Stück. Die nächsten 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal. Das erkläre ich dir gleich beim Abschluss. Aber das ist eine gute Frage, weil natürlich wirst du ja verrückt werden. Du kannst jetzt ja nicht ein halbes Jahr einschmieren, dann kriegst du deinen Vogel. So. Ich wollte noch ganz kurz fragen. Wir fahren dann Ende Juni ans Meer. Nein, an einen See. Ja. Macht das dann irgendwas? Spaß. Nö. Okay. Kannst machen. Also ist kein Problem. Okay. Ja, wenn du Seen, Flüsse, wo das, die Wasserqualität gut ist, kann man teilweise schon nach einer Woche wieder rein. Wo ich immer ein bisschen skeptisch bin, ist so Pools, gerade so öffentliche Pools. Auch wenn da viel Chlor drin ist. Wenn einer zu Hause einen Pool hat mit Meerwasser oder einen CO2-Pool oder Ozonpool, das ist eine ganz andere Sache. Also man muss das wirklich, man darf das nicht stupide nehmen. Ich gehe immer von diesen Thermen aus, wo 100.000 kleine Kinder husten, niesen und trotzen. Und da würde ich nach 2-3 Wochen nicht reingehen. Aber das macht Freibäder ist wieder eine ganz andere Sache. Gut. Fangen wir an. Okay. Oh Gott. Kann ich die Augen zumachen? Oh, die Augen. Die Augen. Kannst du. Schau, das ist ganz leicht, denke ich. Es kommt ein Bienchen geflogen. Und das war's schon. Und? Weniger schlimm, als ich dachte. Na, siehst. Bist du sehr Nadel anaffin? Also magst du gar keine Nadeln? Ja, irgendwie nicht. Ich Blut abnehmen und so geht das oder war, ist es dir ein Nein, ich finde es urschlimm. Meine Mutter hat das auch und ich habe es irgendwie leider geerbt. Also ich finde, im Endeffekt, ich dachte mir eh so bei den Ohrlöchern so, ich werde ein Drama daraus machen und nichts. Aber, ja. War ja nicht, oder? Ja. Gegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe euch kein Close-Up gemacht. Ich denke, bei Ohrläppchen ist es nicht so wichtig. Da ist es oft besser, man sieht die Reaktion vom Kunden komplett in voller Ansicht, also nicht euch ein Close-Up zeigt. Aber würdest du es noch machen? Schon. Auf jeden Fall. War nicht so schlimm, oder? Viele sagen auch eben, es ist halt ein Unterschied, ob man sich piercen lässt oder Blut abnehmen oder impfen geht. Weil natürlich beim Blut abnehmen oder impfen, das tut nur weh im Endeffekt, man hat den Added Value nicht. Klar, bei der Impfung sagst du, bist geimpft, aber es ist nicht, dass du sagst, hurra, boah, ich bin geimpft, geil oder so. Ja? Sondern bei einem Piercing sagst du halt, guckst du dann am Spiel und sagst, boah, das hat sich gelohnt. Und da ist dieses Schöne auch dabei. Und deswegen tut man sich oft da mental leichter, sowas zu überwinden, als beim Arzt. Schau es dir mal an. Ja, voll schön. Wir haben oft den Fall, dass die Eltern sagen, das gibt's nicht, beim Piercer führst du dich nicht auf, beim Arzt machst du ein Drama, das sind wirklich 2 Paar Stiefel, da muss man ein bisschen Verständnis auch haben für die Leute. Gefällt's dir? Ja. Sehr schön. So, was darfst du alles nicht? Sauna, Dampfbad, Solarium, schwimmen gehen, die nächsten 3 Wochen sagen wir jetzt einmal nicht. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, Meerwasser und so weiter. Dann duschen, Haare waschen, Sport ab morgen erlaubt. Haare färben machst du eh nicht, oder? 6 Wochen bitte tabu. Und sonst die Haare ein bisschen ruhig zusammen haben. Jedes Haar, was sich nicht drumherum wickelt, ist immer besser für die Heilung. So, von der Pflege her. Dann gibt es ein Pflegeprodukt. Das wäre Spray und Gel von Pondolin, das brauchst du bitte, das nimmst du bitte auch. Ich erkläre dir, wie es geht. Du tust zuerst die Hände waschen und desinfizieren. Wenn deine Hände gewaschen und desinfiziert sind, nimmst du Pondolin Spray. Vom Pondolin Spray bitte 2-3 Sprühe vorne und hinten aufsprühen, 30 Sekunden einwirken lassen. Du musst dich auf die Uhr gucken, aber ungefähr gefühlt. Nach den 30 Sekunden nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle sprühst du ein, wischt vorne und hinten das Piercing sauber ab. Also mit Wasser? Mit der Küchenrolle mit dem Spray. Achso. Einfach rein einsprühen, nur so ein bisschen feucht. Das wischt es einfach ab vorne hinten. Und zum Schluss kommt Pondolin Gel drauf. Vom Gel ein kleiner Tropfen, ist so Stecknadelkopf groß. Diesen Tropfen nimmst du, tust es vorne hinten einschmieren und bewegst es ein bisschen vorne zurück. Wir drehen nicht, wir schieben. Ganz wichtig, steht aber nochmal am Pflegezettel. Okay. Das machen wir 3 Wochen zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Und ich lege dir mal den Schluss.
Zettel mit, da ist nochmal alles drin. Okay. Ich kann sie auch downloaden auf meiner Homepage. Ich frage mich immer wieder, warum die Leute im Kommentar schreiben, wie pflege ich mein Piercing? Erstens muss ich das Video nur anschauen und zweitens kann ich das Ding downloaden. Das ist teilweise phänomenal. Ja? Mhm. Also, die Infobox klicken und gut. Okay. Hast du Fragen? Du darfst jetzt alles fragen, weil du bist ja jetzt hier neu. Irgendwas ist mir gerade eingefallen, aber. Ja, einfach so ein paar Mal vor und zurückschieben. Okay, das ist bei jedem Ort. Okay. Nicht drehen. Drehen würde den Geschwindigkeitsgrad einreißen. Wenn man das vor und zurückschiebt, kann das nicht passieren und gleichzeitig arbeitet sich das Gel schöner ein. Und ich nehme an, generell, also versuche nicht so oft dran zu kommen. Genau, tagsüber ist absolutes Fingerhingreifverbot. Also das Schlimmste ist, dass man hier rausgeht in die U-Bahn und dann schon so dran steht. Ja, aber dann hast du natürlich die ganzen Bakterien dran, dann entzündet das Ganze. In 6 Wochen machst du den Termin zum Wechseln bei mir im Studio, da kommst du dann vorbei, dann tausche ich dir das Piercing aus, was Neues, such mal einfach aus, was dir gefällt. Okay. Wenn es bis dahin Probleme gibt, schreib mir bitte eine Mail oder komm vorbei, dass ich es mir anschauen kann. Und ich würde mich fragen, ob du uns eine Google Maps-Bewertung gibst, das ist immer wichtig, wir nehmen davon von Reviews. Und ja, sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Hast du noch Fragen? Ja, wenn jetzt Mitte Mai sind, wir dann Ende Juni fortfahren, soll ich es dann vorher oder bevor wir dort hinfahren? Wir sind eigentlich genau, also wie lange bist du denn weg? Eine Woche. Das ist eigentlich, wie du Bock hast. Okay. Wenn du das Gefühl hast, die sind zu lang, die nerven dich schon, dann kommst du vorher, schaust mal einen Termin mit den Mädels unten, was überhaupt frei ist. Das machen wir es halt noch vorher, dann hast du im Urlaub schöne Sachen drin. Ja. Und wenn du sagst, boah, das geht sich überhaupt nicht aus mit Stress und gut, dann machst du es dann auch. Okay. Ja? Also kann ich jetzt auch theoretisch gleich schon umgehen. Unbedingt. Okay. Weil wir so faul sind, wirklich immer gleich. Ja, ich hab's dir gesagt. Ja, hast du eine VIP-Termin gemacht? Ja. Dafür sind die auch da, als klappt mein Gimbal wieder ein. Ja, also unser Gimbal ist zusammengefallen. Mhm. Da, dann sag ich mal Tschüss, sonst muss ich die Kamera festhalten. Hab mich gefreut, danke fürs Filmen und euch danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüssi.